3 years later, he wakes in a hospital on Titan Station, an Earth-Gov metropolis on Saturn's largest moon. Isaac has survived. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Mein Name ist Don Kanonji. Und Halloween ist vorbei. Das heißt, natürlich gruselt ihr euch nicht. Meine Stimme ist vielleicht manchen ein Graus. Aber hier geht's erstmal weiter. Auch wenn meine Stimme manchen ein Graus ist, könnt ihr mal in die Comments schreiben. Wie findet ihr meine Stimme? Kommentiere ich gut? Kommentiere ich schlecht? Bin ich ein Noob? Bin ich keiner? So, jetzt sind wir gleich auf der Ishimura. So, erstmal hier lang. Erstmal einen langen Gang entlang fahren. Ach, ich freue mich, die Ishimura. Man kennt es aus dem ersten Teil, die USG Ishimura. Der erste Teil war übrigens richtig gut, kann ich gerne nochmal erwähnen. Also, wäre der damals indiziert worden, da wäre uns ein sehr gutes Horrorspiel durch die Lappen gegangen. Was durchaus auch an Halloween gezockt werden könnte. Also Dead Space 2 ist relativ blutig. Blutiger als sein Vorgänger finde ich schon. Deswegen alleine, weil man mehrmals auf diese Leichen hier treten kann die ganze Zeit. Und der auch wirklich solche Sprüche ablässt wie du Hurensohn und alle sowas. Ja, schon ziemlich krass. So, und willkommen auf der USG Ishimura. Jedenfalls ein Teil davon. Ja. Dieser Part wird relativ leicht, denn ich kann theoretisch überall durchrennen. Hier kommen eh keine Monster. Ich sag's euch auch deswegen, weil das Spiel ist ja nicht blind und Dead Space ist ja auch schon Ewigkeiten draußen und ich muss mich da nicht verstellen und sagen, oh mein Gott, es könnten Monster kommen noch. Nein, es kommen keine Monster. Noch nicht. Noch kommen keine Monster. Ellie, ich bin drin. In der Flight Lounge sollte ein Computer sein. Ich kann den Status des Schiffs von dort aus checken. Sind Sie okay? Sie klingen ein wenig nervös. Als ich das letzte Mal hier war, lief es nicht so gut. Ich melde mich bald wieder bei Ihnen. Hm. Naja, als er das letzte Mal hier war, da war er auch nicht so gut, auf die USG Ishimura zu sprechen. Vor allen Dingen mit Hammond und so, ne? Jaja, und dem Marker und dem Marker und dem Marker. Oh mein Gott, es gibt mehrere Marker. Wer hätte das gedacht, liebe Freunde? Und wenn Dead Space 2 jetzt, wirklich auf diesem Eisplaneten angesiedelt wird, wird das sicher interessant. Tau Volantis oder wie der heißt. Ja, also ich freue mich. Ich hoffe mal wirklich, diese Gerüchte von diesen Insider, ne, in Anführungszeichen, stimmen. Wenn die stimmen, also ich freue mich. Und ich hoffe wirklich, Dead Space 2, klar, wird's von EA gepublished. Und bitte macht das Origin weg. Bitte kein Origin da rein. Schwerkraft- und Lebenserhaltungssysteme auf Notreserve. Primärsysteme offline. Hauptzentrifuge ist aufgrund von Reparaturarbeiten offline. Scheiße, das habe ich mir gedacht. Was? Die Schwerkraftzentrifuge wird repariert. Ich muss runter zum Maschinendeck. Das könnte interessant werden. Ist es sicher? Ich wüsste nicht wie, aber ich werde es Sie wissen lassen. Ja, noch ist alles sicher, Isaac. Da brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Na, ich meine, wenn man es einmal durchgespielt hat, ne, kann man hier durchrennen und... Du kannst den Kugel spielen, aber ich fahre ein, bis du im Zentrum bist. Du fliegst mit Wahrheit weg. Also beschäftigen Sie die Wand, um die Nerven zu verderben, um das Blut und die Leichen zu verderben, damit niemand sich hier herausfindet. Aber du weißt, was passiert ist. Ah, Nicole, halt doch den Sabbel. Ich höre nicht auf dich. Ich rede mit einer Wand. La, 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 la. Andersrum, du redest mit einer Wand. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Werkbank. Habe ich Knoten? Oh ja, ich habe einen Knoten. Das heißt, einen kann ich in eine Rig stecken.
in die Trefferpunkte. Danke. Shop gibt's hier zufällig nicht, oder? Da hinten erst. Na gut. Gehen wir weiter. Erst gucken, ob wir nichts übersehen haben hier. Da ist es nämlich schon. Das war mir klar. Man sollte nicht zu übereifrig durchrennen. Denn ansonsten übersieht man so wichtige Munitionssachen und so. Und die kann man später verkaufen. Und X, Y, Z. So, weiter geht's. Weiter geht's. Noch ist hier gar nichts. Noch ist hier nichts los. Kann man ein bisschen verkürzen hier die ganzen Parts. Kommen wir auch schneller durch. So. Da lang. Da gibt's, glaube ich, auch noch was. Geld. Und weiter geht's. La 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 la. Die USG Ishimura ist wunderbar. So, gucken wir noch einmal hier rein. Na, Putzutensilien. Guckt euch das an. Putzutensilien auf der USG Ishimura. Und ein Staubsauger oder was das sein soll. Sag mal, wer macht hier denn bitte noch sauber? Hier ist alles abgeklebt. Ja, ja, egal. So, kurz mal zwischenspeichern. Ach ja, so, zack. Und weiter geht's, meine lieben Freunde. Gleich wird's interessant. Nicht mehr lange. Ich verspreche euch, dieser langweilige Part hat gleich ein Ende. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an hier. Twinkle, twinkle, little star. Now I wonder what you are. Up above the clouds so high. Twinkle, twinkle. Und da weiß ich nicht mehr weiter. Ich kenne den Text nicht mehr. Auf jeden Fall geht es noch weiter mit Twinkle, twinkle, little star. Now I wonder what you are. Ja, ich kann nicht singen, ich weiß schon. Aber einen Versuch wollte ich doch denn mal machen. So! Twinkle, twinkle, little star. Now I wonder what you are. Whoa! Oh my God! Hallo! Du bist aber kein kleiner Stern, du bist ein großer Boss-Fight. Bäm! So, immer schön auf das. Na, 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 na! Ah, bist du schnell! Wieso stirbst du denn nicht? Hä? Alter, lebst du? Wie lange lebst du denn? Ich schieß doch schon auf dich. Bist du unsterblich oder was? Alter! Riesennummer, das hat mich fast die ganze Sch*** gekostet. Krass, ich habe mindestens 20 Magazine da verballert. Dreckskerl, ey. Das ging beim ersten Mal aber besser. Naja, was soll's. Twinkle, twinkle, little star. Now I wonder what you are. Das hat übrigens ein Entwickler gesungen von dem zweiten Teil. Falls ihr diese Version kennt von Dead Space. Das ist ja ein altbekanntes Kinderlied. Und das hat wirklich ein Entwickler gesungen, definitiv. Und was heißt ein Entwickler? Eine Entwicklerin sogar. Das ist von einer Frau gesungen worden da. Und es ist eine ziemlich witzige Version von Twinkle Twinkle. Also auf Deutsch natürlich Funkel, Funkel, kleiner Stern. Denn wir haben dich so gern. Gehst mit den Necromorphs ins Bett und findest uns alle nett. So, dann komm mal her, du kleines Mistviech. Ach, ich habe keine Links mehr. Warte, stopp! Keine Stase mehr! Halt! 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 Woher habe ich jetzt wieder Stase? Geil, dann bremst mal kurz. Down! Oh nein, doch nicht. Jetzt aber. So. Huh? What the fuck? Habe ich mich gerade erschrocken? Isaac!
weg! Sie dringen in das Schiff ein! Ja, ich weiß! Ich melde mich wieder! So geil, ey! Ich finde das immer lustig, vor allen Dingen. Wo denn? Ach, da hinten. Vor allen Dingen. Alter, ist der schnell. Vor allen Dingen, wie Ellie das dann sagt. Isaac, sie dringen ins Schiff ein. Und er ganz cool. Ja, ich weiß, Mann. Alternativ klappe mal. Ich finde das so herrlich, ey. Genauso wie bei dem. Komm her. Genauso wie bei dem Velociraptor damals. Ja, hier, Mensch. Du musst hier raus. Ja, ich weiß, Mann, sagt Isaac. Ja, ich weiß doch. Lass mich doch in Ruhe, so ungefähr. Stellt euch mal vor, ihr kriegt per Offset da solche Infos da. Sie dringen ein Schiff ein und du kannst nur sagen, ja, ich weiß. Nach dem Motto, haltet die Klappe, verdammte Kuh. Ich finde das lustig, definitiv. Ellie ist da genauso wie diese Diana. Genauso hysterisch. Ja, natürlich dringen die ein Schiff ein. Das sieht Isaac selber. Er ist doch nicht blind. So, wollen wir den langen Gang noch lang? Ach, guck mal, wer da hinten ankommt. Hoffentlich reicht mein Plasma-Cutter auch bis da. Ich glaube, ich habe getroffen. Ich glaube, ich treffe. Bin mir nicht sicher, ob ich den noch... Ja, ja, doch, ich treffe. Der ist schon down. Ich mach mal so. Vielleicht treffe ich den. Nee, das ist schlecht. Jawohl, den habe ich. Scharfschütze, Plasma-Cutter, Don Kanonji. Bam. Diesmal schieße ich euch alle von der Ferne ab. Man bräuchte ja noch so ein Sniper-Scope für den Plasma-Cutter. Und apropos Plasma-Cutter, also ich rätsel zurzeit auch mit meinem Team, ob vielleicht der Plasma-Cutter im dritten Teil auch vorkommt. Ne, da ist man sich ja nicht sicher, von wegen hier und da neue Waffen und so vielleicht. Ne, also wer den Plasma-Cutter gerne im dritten Teil sehen will, kann es gerne mal in die Comments schreiben. Ich würde den auf jeden Fall haben. Plasma-Cutter ist ziemlich cool. Also, ich mag die Waffe. Ich brauche auch gar keine andere Waffe eigentlich. Ich brauche den Plasma-Cutter die ganze Zeit. Stase, gib mir noch Stase! Boah. Gott, hab ich mich erschrocken. Ja, wie gesagt, ich brauche nur den Plasma-Cutter. Wer braucht was anderes, wenn er den Plasma-Cutter hat? Plasma Cutter ist best. Eins. Zwei. Und drei. Und überbrückt. Dankeschön. So. Und dann fahren wir hier noch hoch. Und dann würde ich sagen, haben wir glatt den Energieknoten unten vergessen. Ja, Ellie, ich passe schon auf. Aber ich bin unterwegs zur Zentrifuge. Seien Sie vorsichtig. Meld mich, wenn sie online ist. Meld mich, wenn sie online ist. Obwohl, ich gucke gerade mal auf die Uhr trotzdem. Ja, komm, den Knoten holen wir uns noch. Und fahren noch hoch. Zeitlich dürfte das noch hinhauen. So. Und aufwärts. So. Meine Damen und Herren, das war wieder eine Folge Let's Play Dead Space 2. Mein Name ist Don Kanonji. Wir kommen gut voran, auch wenn der Fail eben im Weg stand bei uns. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Necromorph Bashen und weiter auf der Ishimura die Zentrifuge wieder in Gang bringen. Also, macht's gut. Twinkle, twinkle, little star. Now I wonder what you are. Up above the clouds so high. Twinkle, twinkle. Und da weiß ich nicht mehr weiter. Ich kenne den Text nicht mehr. Auf jeden Fall geht's dann weiter mit Twinkle, twinkle, little star. Now I wonder what you are. Ja, ich kann nicht singen, ich weiß schon. Aber einen Versuch wollte ich doch denn mal machen.